Wir dürfen nicht trödeln, Leute. Wir müssen da erst einmal ein Item finden und diesem Mädchen hier wieder sein Pokémon zurückbringen, weil dieses elendige Team Plasma hat ein kleines Mädchen einfach so das Pokémon gestohlen. Und das geht jetzt überhaupt nicht. Also, Jerwin hat sich ja schon auf den Weg gemacht da oben. Da sieht man ihn wieder. Das Item ist mir jetzt mal völlig egal. Das Wichtigste ist jetzt mal das Pokémon zurückbringen, ne? Die Kerle sind hier reingelaufen. Sebi, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Natürlich. Dann lass uns mal hineingehen. Ja, so machen wir das. Auf geht's. Treten wir den Spastis in die Eier. So schaut's aus. Oder sind das alles Frauen? Dann. Keine Ahnung. Tut sich ja auch weh, wenn man da unten reinhaut. Sebi, was redest du denn bitte? Bei denen stößt man auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da können einem die Pokémon doch nur leid tun, oder? Mit deinem Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Dieses Spastis da. Ich hab's ja schon im letzten Part und eigentlich schon in letzter Zeit gesagt. Diese Team Plasma-Rüpel hier, die stoßen bei mir schon auf einen Nerv. Ja, diese... Nee. Nee. Naja, aber das beweist umso mehr, würde ich jetzt mal sagen, dass hier in der fünften Gen die Story besser gemacht ist, als in den anderen Generationen und so, was jetzt die Story betrifft, ne? Weil da ist es einfach nur so, yeah. Die sind irgendwie dumm und irgendwie, yeah. Aber hier steckt dann mal endlich mehr dahinter. Oh je, Mini, ich verliere gegen ein Kind und so. Naja, aber schauen wir mal. Vielleicht sind die genauso dumm, die Rüpel, und verraten uns trotzdem, wo ihr Hauptquartier oder sowas ist. Das kann natürlich auch sein. Dann sind die noch genauso wie die anderen Rüpel für mich unglaubwürdiger geworden. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, da steckt mehr dahinter. Und ich reg mich mehr auf über sie. Wieso? Weshalb? Warum? Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Die sind wirklich überzeugt von dem Gedanken. Das ist eben... Das macht den feinen Unterschied aus, ne? Die anderen sagen immer so, yay, wir sind jetzt böse, wir stehlen jetzt Pokémon, weil wir es können und sowas. Yay, wir sind dumm, yay. Die sind wirklich überzeugt, wir sind im Recht. Das macht es eben interessant. Aber auch glaubwürdiger, und da habe ich dann auch mehr Emotionen gegenüber dieses Team. Naja, gut gemacht, Sebi. Los, gebt uns jetzt das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückgegeben und zu geben und geben und geben und so. Also, das ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich uns auch noch in den Weg. Und ihr zwei da. Und wir auch. Wir. Ihr. Zweikampf. Los, Doppelkampf. Ja, dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind und so. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe und daher mal lieber ganz still. Genau. Sebi, wir zeigen denen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt, ne? Jetzt, los, machen wir sie fertig. Wir besiegen sie jetzt nicht, ne? Sondern wir machen sie fertig. Ne, hast du einen Serpifeu vorne? Habe ich meinen Ottero vorne? Ich weiß jetzt gar nicht. Nagelotz, was wollt ihr mit diesem Pokémon? Und? Was habt ihr? Trainer Chair One Not. Ja, ich hab zumindest mein Ost. Yes, genau sowas wollte ich sehen, ne? Jetzt geben wir sie einen mal richtig ab. Aquaknarre, und du? Du setzt irgendeine Rankenliebe ein, so heißt die Attacke, ne? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich hab die Dingsbum vergessen, ey. Warum tue ich denn nur sowas? So, ich greife jetzt mal dein Nagelotz an und du meins. Ha, wir sind wie im Einklang, ne? Und jetzt werden sie vernichtet. Greifen die Viecher jetzt nur mich an? Kann das jetzt sein? Warum tut ihr sowas? Jetzt seid ihr aber tot. Ne? Und sorry, falls man auch im letzten Part schon so was im Hintergrund hört. Aber es tropft in mein Zimmer rein. Ich habe da einen Behälter jetzt untergestellt. Und manchmal kann man den Tropfen hören. Ne? So push, push. Lang lebe Team Plasma! Wie konnte Team Plasma gegen so Kinder verlieren und so? Ja, weil ihr einfach bekloppt seid. Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese so von ihrem schrecklichen Joch.
Echt ein lästiger Haufen. Was für ein Grund sie auch aufführen mögen. Anführen, nicht aufführen. Was für ein Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Wollt ihr uns jetzt wirklich... Das ist auch wieder so eine Sorte von Mensch, da könnte ich denen am liebsten eine reinhauen. Wenn die wirklich ihre Vorstellungen einen aufzwingen möchten. Immer so, nee, du musst jetzt so denken wie wir. Und so. Naja, das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Tummheit erkennen. Da, deswegen regen mich diese Viecher auch irgendwie auf. Ja, ich nenne die jetzt auch Viecher. Die Team Plasma-Rügel hier. Weil die reden immer so heuchlerisch, ne? Und das ist auch immer so. Die sind wirklich überzeugt von ihren Gedanken und sowas. Und deswegen habe ich schon gesagt, tausendmal. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einen die Pokémon leid tun sollten. Ja, manchmal ist dieser Gedanke nicht ganz so zu Unrecht, ne? Wir gehen da in die Wildnis und fangen einfach Pokémon. Vielleicht wollen die ja nicht mit. Ja, aber wenn ich mich jetzt wieder mal in die Pokémon-Welt reindenke, dann denke ich mir halt auch, dass ich mir da Pokémon suche, die wirklich mit mir dann weiterziehen möchten. Die eine Herausforderung dann haben möchten. Nicht ein x-beliebige, keine Ahnung, nicht, dass ich irgendwie eine Mutter fange, die gerade Essen für ihre kleinen Kinder sucht. Das würde ich natürlich nicht machen, aber ja, das kann man hier jetzt nicht so gut, ne? Deswegen muss man da ein bisschen mit Fantasie rangehen bei Pokémon-Spielen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Also Sebi, ich bring dir das Pokémon zurück. Mach das! Ich muss mir ein bisschen abreagieren wieder bei diesen Spastis da, die Team Aqua rüppeln. Schon wieder? Warum sage ich immer Team Aqua? Oh, Kiesling, Stefan Kiesling möchte kämpfen hier. Aber ich weiß gar nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß nicht. Wäre auch ein interessantes Pokémon, auch wenn mir das Design zumindest von Kiesling nicht wirklich gefällt. Weil das schaut aus wie... Schaut komisch aus, sage ich jetzt mal. Raub ist hier. Ha, das ist ja passend, dass hier die TM Raub ist, ne? So, aber da hinten war ja noch ein Item. Das können wir mal uns ergaggern. Und da ist noch ein Trainer. Was willst du von uns, ne, Frau? Oh, dein Pokémon macht... Dein Team macht der... Ababa! Oh, dein Team macht aber einen sehr guten Eindruck. Zeig mir, wie du sie trainiert hast. Warum kämpfen wir dann? Das ist eben dann das Resultat, der Kampf von meinem Training, was du jetzt siehst. Aber du willst ja wissen, wie ich trainiere. Das hat keinen Sinn. Ich sag jetzt nochmal so. Dieser Satz, der regt mich selber schon auf. Weil das sage ich ja immer wieder öfters, ne? Immer dieses, ich sag's ja nur mal so. Ja. War jetzt absolut nötig, das zu tun, weil das befriedigt mich. Jetzt wisst ihr es. Das befriedigt mich. Und auch wahrscheinlich euch. Weil seit neuestem, man hat rausgefunden, von so einer Forschung, und auch Studien haben das belegen, irgendwelche Studien, dass, wenn man dieses Geräusch macht, beziehungsweise die Lippenbewegungen hier, dass das Menschen erregt. Das liegt in den Genen. Also soll ich euch jetzt noch einmal erregen? Das klingt so doof. Ja, das macht es noch besser, wenn man erst einmal so sexy die Lippen feuchtet. Aber das ist jetzt mal genug für den heutigen Part. So, Nalo, das hast du gut gemacht und gegen dieses Etwas, was jetzt in den Kampf geschickt wird, kümmert sich Clemens. Keine Ahnung, wie lange er im Team bleiben wird, aber nehmen wir einfach ihn mal ins Team rein. Jetzt ist sowieso... Eigentlich
Das ist das erste Mal, dass ich eher wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht habe über mein Team. Naja, überhaupt nicht. Kann man jetzt nicht sagen. Ich habe natürlich meine Favoriten hier in dieser Gen und die werde ich natürlich auch nehmen ins Team. Aber sonst, wie ich sonst mein Team ergänze und so. Verstehe, du trainierst es also, um zusammen irgendwie auf Reisen zu gehen oder irgendwie sowas. Durchreisen, glaube ich. Hier, gibt es dein Pokémon? Das ist besonders gut und so. Dankeschön, Frau. Dankeschön. Wenn man mit deinem Pokémon durch dick und dünn geht, wird es eine ganz natürliche Beziehung zu dir aufbauen und dich ganz genau verstehen. Ja, habt ihr gehört, ihr doofen Team Plasma-Rüpel? Das ist nicht immer schlecht, wie dieses Viech hier. Ich weiß jetzt nicht, das ist interessant. Ich würde so viele Pokémon eigentlich ins Team nehmen, aber ich muss auch denken, ich muss die alle trainieren. Und hier im Let's Play muss ich ja auch irgendwann mal aufnehmen. Dann schwächen wir es einfach mal, das kann ja auch nicht schaden. Aber das ist eben nicht so einfach. Weil ich nehme zwar auch das Projekt hier jetzt schon im Vorhinein auf. Da habe ich auch dann so gesehen irgendwie auch die Zeit zu trainieren, die ganzen Pokémon. Aber ich habe hier jetzt auch irgendwie den Stress. Ich muss dieses Projekt zu Ende bringen, bevor Pokémon Pearl zu Ende geht. Jetzt habe ich es vernichtet. Und deswegen habe ich dann auch wieder nicht so gigantisch viel Zeit damit. Deswegen, keine Ahnung. Ich werde es jetzt nicht so übertreiben wie in meinem Pokémon Alpha Saphir Let's Play. Das geht auch nicht. Weil, ja, in der sechsten Gen geht es einfach nur so geil zu trainieren und auch sein Pokémon-Team zusammen zu basteln. Ey. Ey. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid genial, Sebi. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich froh bin, Freunde wie euch zu haben. Ja. Ich bin dir auch so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Nee, nee, nee. Du musst mir nichts geben. Na, Heilball. Du musst mir nichts geben. Nee, nee, nee. Ah, der Heilball. Wenn du damit dein Pokémon fängst, werden seine LKP automatisch wieder aufgefüllt. Naja, der Heilball schaut jetzt auch nicht so schlecht aus. Das Healing. Dieser Faktor ist jetzt mir eigentlich relativ wurscht, weil ich gehe sowieso wieder zurück zum Pokéset und dann ist eh geheilt. Ja, aber es wäre mal interessant, wenn das so eine Nebenwirkung hätte mit dem Heilball im Kampf, dass man da immer regelmäßig wenig KP dazu bekommt. Das wäre mal was. Aber nee, sonst. Also dann, ich bring das Mädchen nach Hause. Bis später, Sebi. Tschüss! Macht's gut und passt auf euch auf, ne? Das ist trotzdem dann schön zu sehen. Es ist immer so schön zu sehen, ne? Zuerst konfrontiert man mit so einem Idioten wie Team Plasma. War das Deutsch? Egal. Und dann sieht man das wieder, wie alle dann fröhlich sind. Das ist wenigstens eine Genugtuung hier dann. Dass man dann die fröhlichen Gesichter hier sieht, obwohl man sieht sie ja nicht im Spiel. Aber ich kann es mir denken, wie fröhlich sie sind und das macht mich schon happy. So, eigentlich könnte ich mich ja auch heilen, deswegen bin ich eigentlich nach ganz rechts hingegangen und so. Aber naja, hast du nicht ein Elektro-Pokémon, kann mir vorstellen und so. Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Trainerschule gelernt habe. Ja, dann zeige mal. Das ist wieder so ein alter... Lass mich dich betrachten, Schulkind Fritzchen. Fritzchen, ne? Den schätze ich jetzt nicht 10 Jahre alt ein. Eher so... ja, ich weiß nicht, so 8. Sagen wir mal 8. 8, 9, 10 Jahre, sagen wir, war der. Da kann ich schon eher denken. Besonders wenn wir mal uns denken, in welcher Welt wir hier leben, in Pokémon. Wo 10-Jährige rausgeschickt werden schon. Da kann ich mir dann schon vorstellen, ja, man kann da jetzt das sich auch schon bei Kindern denken, so um die acht Jahre alt, ne? Das kann man sich dann schon irgendwie denken. Aber wirklich so kleine Kinder, so Vorschüler, da sind, wie alt sind die da? 4, 3, 4, 5 Jahre? Und da denke ich mir immer so, muss das wirklich sein? Ja, ja. Aber das Thema haben wir ja schon. Das haben wir schon gehabt. Söderle, Schockwelle. Au, au, au.
Oh mein Gott, das war knapp. Gut gemacht, Nalu. Jetzt gehe ich raus. Jetzt gehe ich raus dann in die Freiheit raus. Ah, Deutsch. Ah, Freiheit raus und so. Und keine Ahnung. Eigentlich wollte ich sagen, ich gehe euch einzahlen. So schwer ist das nicht. Dein Können hat mich so beeindruckt, dass ich mein Schulwissen vergessen habe. Ich muss im Kampf ruhiger bleiben. Ja, das ist auch was. Wäre ja auch irgendwie doof, ne? Lernen, lernen, lernen und dann alles vergessen, weil man zu nervös ist. Ja, dann... Da muss ich eigentlich auch dran arbeiten. Naja, eigentlich ich bin nicht mehr so nervös, vor einer Gruppe zu sprechen. Ich rede jetzt wieder von meinem Studium. Beziehungsweise dann den Beruf, den ich ausüben möchte, Lehrer. Da ist es natürlich nicht klug und nicht gut. Nicht klug und gut, versteht ihr? Wenn man dann wirklich nervös ist und dann seinen ganzen Stoff vergessen hat. Das ist dann irgendwie nicht so optimal. Aber ich glaube, ja, es wird ungewohnt sein am Anfang. Aber ich glaube, da werde ich nicht so große Probleme haben. Weil... Das ist auch interessant zu beobachten bei mir. Ich war als Kind extrem schüchtern, extrem wirklich. Ich kann mich an mein erstes Referat erinnern, da war ich so aufgeregt, ey. Ich hatte wirklich Angst. Und so unsicher war ich da. Und so... Oh, das war was. Aber mittlerweile, auch sicher durch das Let's Playen, ist das viel besser geworden. Und ja, manchmal bin ich wirklich nervös dann. Aber sonst... Eigentlich, ich bin natürlich leicht nervös, aber mehr nicht. Ja. Deswegen ist es interessant zu sehen. Ich war voll extrem schüchtern mal und jetzt sehe ich es eigentlich kein Problem mehr an, vor einer großen Menschenmasse zu reden. Es ist interessant zu beobachten, wie Menschen sich entwickeln können, ne? So, wie schaut denn die Uhr aus? Ja, machen wir das jetzt noch. Sebi, halt! Halt! Siehst du das dunkle, hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunkle, hohe Gras begibst. Also ich mache mich dann auf den Weg nach Septerna City. Wie schon angesprochen in dem Let's Play, ich muss mich an die ganzen Namen auch gewöhnen, weil diese Generation ist mir noch sehr, sehr neu. Genauso wie die sechste Gen. Da kann ich nicht viel mit den Namen anfangen. Das muss noch in mein Köpfchen rein. Mich würde aber interessieren, ob man hier schon ein Pokémon... Nee, ich glaube nicht. Hier kann man noch nicht das Pokémon fangen, was ich mir fangen möchte. Aber kämpfen wir hier weiter. Eigentlich wollte ich ja sagen, ich mache da noch Schluss. Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Schwächen und Stärken zur Schau stellen. Besonders die Stärken, nicht die Schwächen, aber ich habe zuerst Schwächen gelesen und habe mir halt gedacht, ich gehe jetzt einfach weiter, ne? Ohne irgendwie so, nein, das stand gerade nicht da, ich fange noch einmal neu an. Was ist das für hier? Ein Fleck Neul. Auch an die Namen, an ziemlich viele Namen, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Muss auch öfters nachsehen, wie heißt das nochmal? Ja, Fleck Neul. Naja, aber ist jetzt halb so schlimm, ey. Ist ja halb so schlimm, ja, Kackis da draußen. Das war gemeint an diejenigen, die meinen, hey, du sprichst das falsch aus, gib das nicht, dann geht die Welt unter und so. Weil das passiert, wenn man Pokémon-Namen falsch ausspricht. Irgendwo geht die Welt unter, in irgendeinem Paralleluniversum. Und das ist schrecklich, deswegen... Ihr müsst allen beibringen, Pokémon-Namen richtig auszusprechen. Das ist sowieso wieder ein weiteres Thema. Wie spricht man gewisse Pokémon, gewisse Städte richtig aus? So wie im Anime... Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Wie es im Anime gesprochen wird, aber da war es ja auch nie so einheitlich, ne? Deswegen... Naja. Und wieder die Wolken da drinnen. Und die... Pokémon, die aufgrund des Unvermögens ihres Trainers verlieren, tut mir echt leid. Trainer haben eine große Verantwortung. Ja. Kluges Kind hier, ne? Das gleiche gilt auch für Trainer, wollte ich schon sagen. Für Lehrer, ne? Es gibt eigentlich nicht wirklich schlechte Schüler. Das ist eigentlich oft das Scheitern vom Lehrer, wenn man da es nicht schafft, ne?
mit dem Schüler klarzukommen und ihm in den Schüler sich hineinzudenken und sich dann was ausdenken. Das ist eben auch, was ich toll empfinde an dem Lehrerberuf. Warum renne ich hier jetzt? Ich müsste eigentlich den Part beenden. Aber ich würde sagen, im nächsten Part spreche ich über meine Motivation und wie ich über den Lehrerberuf denke, warum ich das machen möchte und so. Und generell so. Das habe ich mir vorgenommen. Also Leute, macht gut und bis morgen. Wenn nichts dazwischen kommt, kann ja auch sein, ne? Tschüss. Brrrr.